Wichtiger Testapparat zerstört. Kamikaze Sprung. Ich darf nicht mehr. Ich wusste es, aber trotzdem tat ich es. Wieso? Keine Ahnung. Weil ich gehofft habe, dass es klappt. Wichtiger Testapparat zerstört. Tschüss. Wupf, das war dämlich. Nein, warte auf mich. Nein! Nein! Warum? Alle hepp. So ist es am besten. So, dann hier runter. Hallo. Tschüss, Block. Nein, Block. Block wird vorgeschoben. Komm, 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 komm. Schnell weiter. Rauf da. Bleib da drauf. So, fein gemacht. Beinahe wäre ich runtergesprungen. Klappt nicht. Klappt doch. Ich hasse das Spiel. Das mag ich nicht. Wenn das Spiel mich selber reinlegt. Block, bleib drauf. Das eine Mal habe ich es geschafft, auf diesen Zeichen drauf zu landen. Auf dem Zeichen drauf zu landen. War echt lustig. So, jetzt kommt wieder ein schönes Rätsel. Ein Sprungrätsel, was ich glaube, länger wird in der Aufnahme, eindeutig. Jedes Mal passiert mir das. Also nicht das Sterben. Das passiert mir auch sehr oft, aber ich meine das mit den Springen, dass ich das Portal falsch setze und dann falsch springe und so weiter. Eigentlich hätte man das anders machen können, aber ich mache es gerne unanständig, wollte ich schon sagen. Ich mache es gerne unanständig. Boahaha. Nein, unprofessionell. Oh, sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Danke. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Gut zu wissen. Ladedaten, immer noch. Ja, jetzt kommt das größte Level. Denn das ist jetzt Level 19. Deswegen dauert das Laden jetzt etwas länger als sonst. Willkommen beim letzten Test. Kuchen. Wenn Sie fertig sind, geben Kuchen. Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein,
Kukukukutet. Ach so. Naja, jedes Mal. Faul. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich warte auf die Plattform, da ich faul bin. Und die Aufnahme. Yep. Wichtiger Testapparat zerstört. Und so, da kam was, wo ich reingefallen bin. Das war auch fest gemacht. Ja, so einfach geht das. So. Gratulation, der Test. Jetzt wird erstmal Spiel gespeichert. Spiel speichern. Speichern. Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. So, ich habe nicht ohne Grund gespeichert, denn bei Portal gibt es zwei Enden. Ich möchte euch beiden zeigen. Ich habe beide noch gar nicht gesehen. Finde ich nicht gut. Ich habe beide noch gar nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt passiert. Oh, ich sehe kaum noch was. Das dauert ewig. Das Ende dauert ewig. Toad. Tja. So ist das offizielle Ende. Man wird verbrennt. Verbrannt. So. Und jetzt zeige ich euch das andere Ende. Und zwar ist das eigentlich recht leicht. Man setzt dort ein Portal und dort und springt hinein. Und dann. Machen Sie ja. Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab. Und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Tja, da fährt man, die wollen immer noch loswerden. Also kommt man von der Plattform weg. Radio, ich will mein Radio. Oh, war ich das? Tut mir leid. Mein Kreis laufen. Da sieht man die Roboter-Baufabrik.
bauen sie die Druiden. Und ich habe jetzt eine Zange. Komm, geh auf. Schade. Na egal. Gehen wir eben so. Hehe. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind weiß doch ich nicht. Hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Hab mich verlaufen. Aha. Oh, war ich das? Immer mache ich hier alles kaputt. Tut mir leid.